Neuheit hier aus dem Katalog geht's jetzt weiter, beziehungsweise mit zwei richtig guten Neuheiten, denn wir haben hier Laptops für Sie. Vielleicht wird's auch einfach mal bei Ihnen an der Zeit für einen neuen Laptop, aber Sie wollen da nicht Unsummen an Geld ausgeben. Wir haben hier wirklich einen fantastischen Preis. Wir starten mit einem Lenovo-Modell, was richtig schick aussieht. Und als zweites haben wir ein HP-Modell, was auch ich hier nur in einer anderen Farbe auch täglich bei der Arbeit benutze und ich bin wirklich sehr begeistert. Aber starten wir hier doch mal mit dem Lenovo ThinkPad. Ich finde schon vom Optischen richtig schön. Das ist unfassbar, oder? Sieht richtig gut aus, ja. Also hätte ich Ihnen vor, weiß ich nicht, einer Woche oder vor zwei gesagt, Sie kriegen den Lenovo ThinkPad. Ja, aus einer der doch absoluten top angesagten Serien, zweite, dritte, vierte Generation für unter 400 Euro, hätten mich die meisten wahrscheinlich angesagt, was ist denn los? Ist der runtergefallen? Hat der keine Tastatur mehr? Oder was ist da los? Nein. Sie bekommen den wirklich für einen unschlagbar günstigen Preis. Und das liegt daran, dass wir mit einem der größten sogenannten Refurbisher, auf Deutsch gesagt ein Wiederaufbereiter Europas, zusammenarbeiten. Und das mittlerweile seit über 10 Jahren. Mittlerweile sogar schon seit über 11 Jahren, oder? So, ganz kurz, bevor wir da mal einen Blick reinwerfen, wie das bei den Kollegen aussieht, wenn die sogenannte Leasing-Rückläufer zurücknehmen und auf Herz und Nieren überprüfen. Kurz gesagt, wir haben eine Rücklaufquote, Stornoquote, RMA-Quote, wie auch immer Sie das nehmen möchten, im unteren einstelligen Prozentbereich. Das ist für einen Versender großartig, also vielleicht von 100 Stück werden vielleicht 2 wieder zurückgeschickt, weil unsere Kunden vielleicht dann doch mit irgendetwas nicht zufrieden waren. Der Rest ist hellauf begeistert, einen Top-Laptop zu bekommen, Top-Technik zu bekommen, eingebettet in ein wirklich grundsolides Gehäuse von einem Markenhersteller, Lenovo, Hewlett-Packard, Acer, Dell, all die Großkopferten auf dem Markt. Und das für einen Preis von noch nicht mal 400 Euro. Da 130 Euro übrigens, dazu später mehr. Das sind sogenannte geprüfte Leasing-Rückläufer, Geschäftsrechner sozusagen, die von Außendiensten, von Mitarbeitern einer großen Firma genutzt worden sind. Große Firmen leasen solche Gerätschaften, mitunter also auch schon mal im Fahrzeugbereich. Wird auch ganz gerne das Leasing bevorzugt, weil du Leasingraten monatlich absetzen kannst. Ja, so. Jetzt ist irgendwann die Leasingperiode abgelaufen. Man kennt es von einem Auto. Bei Laptops sieht das nicht anders aus. Und dann werden diese Gerätschaften zurückgegeben. Sind aber deswegen nicht alt, kaputt oder aus der Mode gekommen oder mit schlechter Technik ausgestattet. Ist einfach nur die Leasingzeit ausgelaufen und die Geräte werden zurückgegeben. Der Refurbisher, der Wiederaufbereiter, von dem ich gesprochen habe, greift bei solchen Angeboten zu und sortiert ganz klar aus und sagt, pass mal auf, der ist okay, der ist okay, der ist nichts mehr, der kommt raus. Ja. Kleine Chargen, wohlgemerkt, und erst wenn eine umfangreiche Systemprüfung stattgefunden hat, nach Ausreinigen, nach jeder Kontrolle eines jeden einzelnen Elementes, dann schlägt unsere große Stunde, dann greifen wir nämlich solche Posten auf und verkaufen sie zu einem absolut fantastischen Preis, dann hier bei uns bei Pearl.de, aber eben auch bei Pearl TV. Das Schöne ist, wir können den Kollegen hier mal gerade über die Schulter schauen. Es ist sensationell, denn hier wird jedes einzelne Gerät genauestens überprüft. Nicht einfach nur stichprobenartig aus einer von 100 oder sowas, sondern wirklich jedes einzelne Gerät. Und deswegen bekommst du hier ein Lenovo ThinkPad mit allem Schnipp und Schnapp für gerade mal 330 Euro. Super. Das ist Spitzenklasse. Bitte ein Kauf ohne jegliches Risiko, weil uns der Gesetzgeber 24 Monate Gewährleistung vorschreibt. Natürlich bekommen Sie die von uns auch 24 Monate Gewährleistung. Normalerweise kriegst du noch nicht mal in einem Internet-Auktionshaus für ein Lenovo ThinkPad, für ein Gerät dieser Kategorie, einen so günstigen Preis. Und selbst wenn du mal so die Nadel im Heuhaufen gefunden hast, bekommst du erst recht keine Garantie drauf. Der Gesetzgeber schreibt uns das vor, 24 Monate Gewährleistung, top-rundes Gerät, für mich persönlich von einem Neugerät nicht mehr zu unterscheiden. Was haben wir hier? Ein 14-Zoll-Gerät. Schöne Größe, finde ich übrigens. Für zu Hause oder für unterwegs, das sind knapp 36 cm in der Bildschirmdiagonale. Standardgröße, mobil eingesetzt, auch mal großartig. Ein schönes, schlankes Gerät, schön leicht, vor allen Dingen mit ungefähr 1,4 Kilo. Ungefähr so schwer wie eine Flasche Wasser, haben Sie eben mal schnell in der Aktentasche oder mal im Schulranzen oder vielleicht auch mal im Rucksack für die Uni mal eben mit dabei. Aber schön schnell mit einem Intel Core i5-Prozessor. Die Firma Intel, ja auch bekannt, ja, durch die Chipherstellung und so weiter, jetzt vielleicht auch bald in Brandenburg, in Made in Germany sozusagen. Die bauen den i3, den i5 und den i7. Der ist, glaube ich, millionenfach in Rechnern verbaut worden. Der i5, gehobene Mittelklasse, ist hier drin. 8 GB Arbeitsspeicher und doppelt so viel Speicher
wie momentan in einem Standardgerät dieser Kategorie üblich für all ihre Fotos, für ihre Musik, für ihre Daten. Wir reden von 512 GB auf der Festplatte. Windows 10 schon drauf, das heißt ein vorinstalliertes Betriebssystem, Antivirenscanner für ein ganzes Jahr, auch schon komplett mit drauf. Und du musst noch nicht mal ein WLAN zur Verfügung haben, um mit diesem Gerät im Internet zu surfen. Du hast hier einen sogenannten LTE-Anschluss. Da kannst du eine SIM-Karte reinpacken. Ach, praktisch. Ja, wie in deinem Handy auch. Ja, und das bedeutet auch dann, wenn Sie mal irgendwo in der Bahn sitzen und es ist kein WLAN da, oder mal irgendwo am Strand im Urlaub sitzen und Sie wollen jetzt nicht unbedingt da jetzt auf irgendein offenes WLAN vom Hotel oder aus irgendeiner anderen Region oder was zugreifen wegen Ihren Daten, dann nutzen Sie ganz einfach Ihr eigenes Netz und surfen hier über das Mobilfunknetz weiter im Internet. Alles drin, alles dran, dazu schön leicht, schön kompakt das Ganze. HDMI-Anschluss für die Kenner, mal für eine Präsentation. Webcam hat er natürlich von Angesicht zu Angesicht telefonieren, Team-Meetings, ja. So, dass man im Hintergrund wieder sieht, wie, wie der nackte Pater durchs Bild läuft. Haben wir alles schon gesehen, kennen Sie das ganze Thema, ist natürlich auch hier mit dabei. Bluetooth-fähig ist er ebenfalls, das heißt mal eine Box oder was anschließen oder mal hier mal ein separates Kopfhörerpärchen und so weiter anschließen, wenn man einen schönen entspannten Film gucken möchte, mal in Bus oder Bahn. Auch alles überhaupt kein Thema, also Roundabout würde ich ein sehr, sehr empfehlenswertes Gerät. Und dass der flüssig läuft und wirklich ein brillantes Bild abliefert, das sehen wir hier bei unserem Promotion-Video. Fantastisches Teil, kann man wirklich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Und fantastisch ist auch unser TV-Sonderpreis für Sie. Carsten hat es schon angesprochen, für diesen Preis bekommt man sonst einfach wirklich einen Laptop, zum Beispiel ohne Tastatur oder so, oder das letzte Ranzding, würde ich mal so sagen. Aber hier kriegen Sie wirklich Qualität. Und wir schauen uns jetzt mal den Preis bei pearl.de an. Und dort sehen wir sind bei 370 Euro. Auch dort schon ein fantastischer Preis, aber den können wir hier nochmal toppen, denn unser TV-Sonderpreis liegt hier bei 329,99 Euro für unser Lenovo ThinkPad. Ha. Und das ist wirklich mal richtig klasse. Also Sie sollten natürlich auch schnell sein, denn die Stückzahl ist nur begrenzt. Wie gesagt, es ist ein Leasing-Rückläufer, deshalb haben wir nur begrenzte Stückzahlen. Mhm. Aber das lohnt sich vielleicht auch für die Kinder, die jetzt in die Schule gekommen sind oder auch ins Studium. Auch da braucht man wirklich immer einen richtig guten Laptop. Und ich glaube, den haben Sie hier mit. Also da bricht hier mit uns schon mal der Schweiß aus. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, die jetzt so im Alter, sagen wir mal so 12, 13, 14 sind, ja, jetzt in der weiterführenden Schule angekommen. Ja? Und da heißt es, ja, Mama, ich will ein iPhone. Ja. 800 Euro mindestens weg, ja. Mama, ich will mal eine Klassenfahrt. Ja. Mama, ich brauche die und die Bücher. Ich möchte ein neues Fahrrad haben, ich möchte einen Mofa, ich möchte einen Roller. So viel Geld. Ja, so. Und dann ist zu guter Letzt kommt dann noch so das Tüpfelchen auf dem. Übrigens, einen Laptop brauche ich auch noch. Ja. Ja. Dann berechnet Mama zusammen, denkt sich, oh ja, okay, mal gucken, was Papa dazu sagt. Und Papa bricht der Schweiß aus. Mit so einem Preis für so ein Gerät sind Sie ganz, ganz vorne mit dabei. Das ist ein Top-Markengerät. Hier übrigens das T470, falls Sie gerne mal vergleichen möchten. Sie bekommen von uns modernste Technik eingebettet in ein grundsolides Gehäuse, auch in der Hand eines Teenagers, der vielleicht hier und da mal die Tasche schmeißt oder so ein bisschen emotional agiert. Ja, soll es ja geben. Hast du ein Gerät, was es ohne weiteres mitmacht? Und ich behaupte mal, das wird dir nicht nur in der 5., 6., 7. Klasse helfen. Das kannst du mit ins Abitur und wahrscheinlich sogar noch mit ins Studium nehmen. Die Technik ist fantastisch ausgereift, topmodern, genauestens überprüft. Also warum solltest du jetzt hier einen Neupreis von knapp 1.500 Euro auf den Tisch legen, wenn du so ein Gerät für 330 Euro bekommen kannst? Mit 24 Monaten Gewährleistung, mit allem Schnipp und Schnapp. Wie gesagt, Anschlüsse sind dran, genug USB-Anschlüsse, HDMI-Anschluss, auch mal für einen Beamer beispielsweise, auch mal für eine Präsentation an der Uni, Bachelorarbeit oder sowas, ja, oder mal im Abi, dass man da mal so einen reproduktiven Teil oder sowas wiedergeben muss. Alles komplett hier mit dabei und reichlich Speicher für Fotos und Videos. Ja, wir reden die ganze Zeit von Kindern, von Studenten, vielleicht auch für Mama und Papa mal ein Thema, mal ein vernünftiges neues Gerät, den Fotoapparat voll, die Videokamera voll oder was vom letzten Urlaub. Da können Sie natürlich jetzt hier auf dem Speicher entsprechend richtig was unterkriegen. Fantastisch, wirklich unser TV-Sonderpreis für das Lenovo ThinkPad T470. Liegt hier bei 329,99 €. Ich nenne ihn auch gerne einmal die Bestellnummer. Das ist die REF1590 und die 569. Also jetzt sollten Sie sich das wirklich mal überlegen. Vielleicht braucht Ihr Laptop immer super lange, bis der hochgefahren hat. Hier bekommen Sie wirklich ein Top-Modell, was auch noch richtig gut aussieht. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass die Optik auch mitspielt. Aber das würde ich sagen, trifft hier auf jeden Fall zu. Aber man macht ja auch mal so schöne Dinge, zum Beispiel wie Online-Shopping oder mal nach dem Urlaub schauen. Und auch das soll ja einfach Spaß machen. Man möchte nicht auf eine Internetseite warten, die 5 Minuten dann erstmal lädt, bevor sie überhaupt aufgeht. Fürchterlich, neueste Frisurenmode, lange Haare wieder top im Trend und Sie warten hier ewig, bis die
bis die Seite geladen ist. Ich gebe den, glaube ich, mal besser links rüber, ja, oder? Bevor mir hier gleich was entgegenfliegt. Wir haben ein fantastisches Gerät von Hewlett-Packard. Monika ist begeistert davon. Sie hat das Vorgängermodell von diesem Modell als Arbeitsrechner sozusagen in der Maske stehen. Was benutzt du bei dem Gerät häufiger? Die Laptop-Funktion oder die noch geheime? Die geheime Funktion. Okay. Wissen Sie, was ein Hybrid ist? Ja, also kein Auto oder was mit zwei verschiedenen Antrieben. Es gibt auch bei Laptops Hybriden. Das heißt, Sie können ein Gerät auf zwei verschiedene Art und Weisen nutzen. Davon reden wir. Das ist der Hewlett-Packard, der X2, den wir Ihnen jetzt anbieten möchten. Und ich gebe Ihnen mal Diana rüber. Mhm. So. Bei Diana passiert alles. Bei Diana kann ja so einiges passieren. Aber hier haben wir Glück. So, jetzt pass mal auf. So, also Laptop, soweit so gut. Und jetzt Achtung, Achtung. Jetzt. Back. Zack. Jetzt hat es ihn kaputt gemacht. Tablet. Ja, das ist meine Funktion. So, jetzt müssen wir die Sendung abbrechen. Abbruch. Nein, Quatsch. Dann Spaß. Ja? Ein Hybrid. Ein 2-in-1-Gerät. Das heißt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, entweder mit dem Gerät wie mit einem klassischen Laptop zu arbeiten. Mit der Tastatur dran. Sie sehen, das ist eine Magnetfunktion. Wird ganz einfach nur quasi angedockt, klackt. Dann ist das Ganze miteinander verbunden. Jetzt ist es ein vollwertiges Laptop mit Tastatur, mit Bildschirm. Übrigens 12 Zoll, fast 31 Zentimeter in der Bilddiagonale. Wenn Sie die Tastatur aber abmachen und da muss nichts geschraubt, gesteckt oder sonst was werden, ganz einfach nur zack die Tastatur runter. Und jetzt haben Sie ein hochwertiges, höchstwertiges Tablet zur Hand. Das heißt, wie ein großes Handy. Ja, wenn man so möchte. Ich persönlich mag die Gerätschaften deswegen ganz gerne, weil du jetzt hier eben auch mal einen sogenannten, wie sagt man so schön, kapazitiven Bildschirm hast. Mhm. Das heißt, ein Bildschirm, der, genau wie dein Smartphone auch, auf Berührung reagiert, wo du mal ein Bild größer oder kleiner machen kannst. Sollen wir das mal zeigen, was ich damit meine? Mhm. Machen wir, zack. Machen wir den mal aus. Oh, Moment, wo sind wir? Ja, komm her. So, raus damit. So, geh mal hier rein. Ja, so. Jetzt so von der Seite, weißt du, ist ja gar nicht so einfach. Sie haben das gesehen, also Sie können hier nicht nur mit einer Maus oder mit diesem Touchpad hier vorne, mit dem sogenannten Cursor, mit dem Pfeil über den Bildschirm drüber gehen. Das Ganze funktioniert eben jetzt auch. Sie sehen, dass sie, wie Diana das macht, ganz einfach über die Berührung ihres Fingers. Oh. Ob sie jetzt, ja, guck mal. Ja. Yeah. Diana ist in love, haben wir eben schon festgestellt. Ne? Ja. Ob sie jetzt hier Bildchen malen wollen, ob sie mal eben schnell so eine Internetseite, Sie kennen das vom Smartphone, du willst was sehen, ist zu klein, ja, oder haben die Brille nicht einstecken, wo ist denn jetzt meine Brille, weiß ich nicht. Machen Sie das Bild ein bisschen größer, einfach die zwei Finger, zack, auseinanderziehen, Bombs haben Sie eine Internetseite größer. Wir zeigen das immer ganz gerne mit den Kochrezepten, wenn Sie da so eine Zutatenliste haben und die ist in Schriftgröße 0,5 gemacht, schielen muss, ja, so. Ja. Machen Sie es ganz einfach größer, können Sie es sehen. Oder Sie arbeiten von mir aus gerne mal mit Ihren E-Mails und dergleichen. Ja, komm mal hier. Weihnachten kommt bald. 4 Monate haben wir gerechnet. Gefühlt haben wir da gar keinen Sommer gehabt, oder? Ja. Aber es ist wahr. 100 Tage Weihnachts-Countdown in ungefähr 3 Wochen bei Pearl TV. Oh. Aber vielleicht reden wir an dieser Stelle über was anderes, aber es ist natürlich auch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk an dieser Stelle. Ja. Sie sehen, wie cool das gemacht ist. Vor allen Dingen haben Sie jetzt hier einen Tablet-Computer, für den ich mir alle 10 Finger lecken würde, sei Ihnen ehrlich. Also Sie haben hier einen i5-Prozessor drin, Sie haben 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB zum Speichern Ihrer Daten. Also wenn du dir heutzutage, ich sag mal, ein iPad mit 256 GB Speicher kaufen möchtest, bist du dick im 4-stelligen Bereich. Locker, ja. Ja, so einfach ist das. Hier haben Sie einen vollwertigen Hewlett-Packard. Das ist der X2 612, für die gerne mal vergleichen möchten, dass wir hier wirklich die guten Preise anbieten. Aus der 2. Generation als Hybrid, entweder zu nutzen als Laptop oder eben auch gerne mal als Tablet-Computer. Auch hier bitte schon ausgestattet, natürlich mit einem topmodernen Betriebssystem, mit Windows 10. Antivirenscanner ist ebenfalls schon mit drauf. Auch der hat natürlich eine Webcam. Sie haben es oben schon gesehen. Diana verdeckt es Ihnen gerade mit Ihren Fingern. Danke. Bluetooth-Funktion natürlich ebenfalls dabei, hier kabellose Kopfhörer und so weiter, kannst du jederzeit anpacken. Und übrigens hier auch noch ein Fingerabdrucksensor auf der Tastatur, wenn Sie da sowas, nee, Quatsch, hier unten, da ist er. Ja, also ganz einfach mal mit dem Fingerabdruck drauf und dann hast du das Ganze also auch schon entsperrt, musst dir also keine Passwörter merken. Das Ganze eben auch nicht nur im WLAN einsetzbar oder dann eben auch gerne mal im klassischen Handynetz für all diejenigen, die gerne auch mal draußen unterwegs sind, die mal in einem Café sitzen möchten, mal im Internet surfen.
sich da eben eine Reise raussuchen oder vielleicht mal vergleichen möchten. Sie kennen das, Sie waren shoppen und haben ein paar Schuhe gesehen, die kosten im Laden 300 Euro. Die wird es doch irgendwo anders noch wesentlich günstiger kriegen. Ja? Mhm. Und dann gehst du mal auf die entsprechenden Vergleichsportale und so weiter. Kannst du machen, das eben auch mal im mobilen Netz, ohne dass dir jemand über die öffentlichen Netze in deine persönlichen Daten reinschaut. Standfuß ist ebenfalls schon mit dabei. Der ist hinten ins Gehäuse eingelassen. Sämtliche Anschlussmöglichkeiten haben Sie hier schon an der Seite gesehen. Da sind USB-Anschlussmöglichkeiten, HDMI-Anschlussmöglichkeiten und so weiter komplett mit dabei. Ja, und jetzt reden wir bitte auch mal über den Preis, weil da habe ich mich echt auf den Hosenboden gesetzt. Das Gerät kostet jetzt hier knapp 1.500 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Normaler Preis. Ja, du bekommst, was du bezahlst, hat mir jemand zu mir gesagt. Das ist ein Hewlett Packard. Ja, take it or leave it. Ja? Ja, aber wir haben ja unseren TV-Sonderpreis, Gott sei Dank, für Sie. Aber davor schauen wir erst noch mal vorbei bei den Kollegen bei Pearl.de. Ja. Und dort sehen wir bei Pearl.de, sind wir bei 380 Euro, auch schon fantastischer Preis hier für unser HP Pro X2. Aber wir haben hier noch einen besseren Preis, denn unser TV-Sonderpreis liegt hier bei 359,99 €. Und Sie müssen sich mal hier vorstellen, Sie müssen sich nicht überlegen, kaufe ich mir jetzt einen Laptop oder ein Tablet. Sie haben hier einfach beides zusammen und das finde ich täglich toll, dass man einfach individuell, was man gerade machen möchte, vielleicht auch mal mit auf den Balkon, auf die Terrasse, einfach ein Tablet nehmen kann und dann einfach mit dem Touchpad das bedienen kann, auch größer ranzoomen. Das macht richtig Spaß auf jeden Fall. Arbeiten soll ja auch Spaß machen. Oder eben dann natürlich auch als Laptop-Funktion und das für diesen Preis ist wirklich fantastisch. Psst. Aber kein Tablet haben. Ich möchte aber kein Tablet haben. Ich möchte Laptop. Da. Wow. Zack. Da hast du deinen Laptop. Das war so und so spontan, oder? Sehen Sie, dafür sind wir hier bei Pearl TV bekannt, für Spontanität ohne Anlauf. Aber Sie kriegen hier natürlich auch absolute Top-Geräte. Das also bei allem Spaß, den wir hier machen, mit solchen Geräten werden Sie Spaß haben. Ich persönlich, ich schaue mal ganz gerne schon mal im Bett noch mal ein bisschen meine Serie rein. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ja, 10 Minuten schaffe ich in der Regel. Mhm. Deswegen brauche ich für 40 Minuten Serie eine Woche. Ja. Ja. Aber ist ja auch kein Problem, kannst du ja auch praktisch mit ins Bett. Das ist es ja gerade. Nimmst die Tastatur runter, brauchst ja nicht dafür. Richtig. Ja, kannst ja alles mit den Fingern antippen, zack. Sehr gut. Ja, der ein oder andere macht vielleicht dann doch ganz gerne mal so die ein oder andere Zeichnung oder braucht ganz einfach mal so ein Kuchenrezept oder mal irgendwas mal in der Werkstatt, mal so ein YouTube-Tutorial oder sowas. Dafür brauchst du die Tastatur nicht, dafür musst du keinen kompletten Laptop mit dir rumschleppen. Mhm. Dafür hast du eine schöne, handliche, leichte Tastatur, die du runternehmen kannst und nimmst du ganz einfach den Tablet-Computer. Für solche Innovationen, für solche... Für mich persönlich technischen Highlights ist Hewlett Packard bekannt. Ja, ob das jetzt mal so eine Workstation ist, hier mal so ein Z-Book, dieses Arbeitstier, was wir da im Programm haben, das ist natürlich großartig, aber ich sag mal, das sind natürlich schon Leistungsdaten, also wirklich für einen Profi, das brauchst du nicht unbedingt immer. Dann möchte man vielleicht ganz einfach mal einen schönen, handlichen, knackigen Computer haben. Weißt du, das Ding muss jetzt nicht riesengroß sein oder High-End oder boah, und wie ein Rennwagen so schnell oder sowas. Du möchtest im Internet surfen, du möchtest deine E-Mails machen, du möchtest deine Videos bearbeiten, deine Fotos kontrollieren, all sowas. Da ist das Gerät fantastisch. Wir greifen nochmal das Thema Schüler und Studenten auf, wenn es da mal an die Schule oder mal an die Uni geht. Ja, was hat man dabei? Man hat einen Rucksack dabei, man hat noch Bücher dabei, das ist alles schwer genug. Ja. Da möchte man ein schönes, handliches, knackiges Gerät haben. Ja, und wenn es mal eben schnell gehen muss, dann wups, nimmst du die Tastatur runter. Mach nochmal gerade bitte. Einfach zack, ziehen, ja, sehen, ups, das ist magnetisch und bombs, ist aus Ihrem Laptop ein Tablet-Computer geworden mit einem i5-Prozessor drin, mit Satzspeicher, mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, mit einem hochauflösenden Bildschirm, mit Standfuß da hinten dran, das Ganze bei Berührung. Und jetzt möchtest du wieder einen Laptop haben. Natürlich. Ja, so. Guck mal hier, zack, gucken Sie bitte. Ist das Laptop auch schon wieder da. So einfach kann das gehen. So einfach kann das gehen und vor allen Dingen macht so etwas richtig Spaß. Ich fand finde den Lenovo schon klasse. Yeah. Möchte nicht im falschen Tempus reden, aber ihr wisst, ich bin ein Hewlett Packard Fan. Mhm. Der Hewlett Packard hier als Hybrid 2-in-1, Tablet und Laptop in einem ist für mich wirklich Spitzenklasse. Und bei dir weiß ich auch, du magst ihn, den Vorgänger. Ja, ich bin super zufrieden damit. Ja. Aber auch natürlich unser Lenovo ThinkPad ist wunderschön. Kann natürlich auch richtig viel. Auch das finde ich wirklich handlich. Sie müssen einfach entscheiden, was für Sie in Frage kommt. Aber nutzen Sie auf jeden Fall diese Gelegenheit und natürlich auch unseren TV-Sonderpreis. Und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß damit.